Eine der notwendigsten Ausdrucksformen, die zu eigener Kreativität und Betätigung anregen, bietet die Rhythmik, die eine vorzügliche Form der Kommunikation darstellt. Möglichkeiten zu rhythmischer Betätigung findet jeder Mensch. Benötigt werden dazu ein Grundrhythmus, von irgendeiner Musikaufnahme oder von einem Pianisten gespielt, und Instrumente, die wir selbst bedienen. Und dass diese Übung nicht nur Spaß macht und dass sie nicht nur gut für die Wirbelsäule ist, sondern auch für Lunge, Mund und Stimme, das zeigt die Sonja Ihnen eigentlich jetzt. Man könnte fast mit einstimmen, Sonja, vielleicht noch ein bisschen Radfahren zum Schluss. Und auch dafür bedanken wir uns sehr herzlich.